Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land Video. Ich habe mir eine neue Serie auf Amazon Prime reingezogen und zwar Turn Washington Spies. Ein nettes, unverbrauchtes Setup und zwar der amerikanische Bürgerkrieg. Dazu gibt es noch nicht viel und jetzt gibt es da halt diese Serie zu. Die erste Staffel ist durch, die kann man sich komplett bei Amazon reinziehen. Sind 10 Episoden nur. Ich habe die relativ zügig hintereinander weggeguckt, was eigentlich ja für mich ein gutes Zeichen ist, weil ich nicht wissen will, wie geht's weiter. Die Episoden sind so Pi mal Daumen 45 Minuten lang. Ich glaube, die erste, die Auftaktfolge war halt eine ganze Stunde, damit man ein bisschen besser reinkommt. Und das Schöne ist, die erste Staffel ist jetzt rum, aber im April startet bei den Amis direkt die zweite Staffel. Also es gibt danach noch Nachfutter für so eine Serie und das ist natürlich sehr schön, wenn man etwas später mit so einer Serie anfängt und man weiß, die wird fortgesetzt. So, also ich habe ja schon gesagt, amerikanischer Bürgerkrieg als Szenario. Das ist jetzt nicht so global gesehen, vor allem wenn es heißt Washington Spies. Ja, George Washington kommt auch vor, aber man sieht jetzt noch nicht so groß die Schlachten. Wahrscheinlich, vielleicht kommt das später noch so, wenn die mehr Budget haben und dann Großes machen können. Aber es ist eher, ich sag mal, lokal fixiert. Wir haben ein Dorf oder ja, vielleicht eine Stadt, damals wahrscheinlich eine größere Stadt, aber eigentlich ist es eher ein Dorf, das halt strategisch günstig gelegen ist und das, was noch von den Engländern gehalten wird oder ganz normal unter der englischen Krone steht, wo auch dann die Rotröcke sind. Wir haben da die Militärverwaltung, wir haben den Bürgermeister und der unseren Hauptdarsteller, eigentlich den Sohn des Bürgermeisters, der, die Serie heißt Washington Spies, naja, ihr könnt euch überlegen, der halt als einer von diesen Spionen dann oder zum Spionieren kommt. Das ist so schön vom Hölzchen aufs Stöckchen und so, das entwickelt sich halt da und das ist ein nettes Szenario. Ja, es ist auch viel so im dörflichen Leben, so Intrigen, Liebesgeschichten, wie der an seine Frau gekommen ist und der tote Bruder geistert immer da noch rum und seine Jugendliebe und sowas. Und ja, das nimmt auch immer, ich sag mal, die Hälfte einer jeden Episode ein, dieses Zwischenmenschliche und so. Da muss man halt durch, wenn man halt zu den anderen guten Szenen will, dem Unabhängigkeitskrieg, den Intrigen, die da militärisch gesponnen würden und alles Mögliche, wie sich dann das Verhältnis von der Dorfbevölkerung zu den englischen Soldaten, dann sind da noch die Unabhängigkeitskämpfer und sowas. Und das ist ein nettes Szenario. Man beginnt, fängt halt nicht direkt mit James Bond 005 mit allen Gadgets oder hier mit einer fertigen Enigma an oder sowas. Nein, am Anfang werden die Nachrichten noch unverschlüsselt überbracht und solche Sachen und dann steigt man da so langsam rein. Man erlebt im Endeffekt wieder auch so nicht der Secret Service, aber die NSA oder sowas. Vielleicht die CIA aufgebaut wird, so in den ersten Zügen der amerikanischen Unabhängigkeit. Sehr interessant. Es ist unverbraucht. Es sind schöne neue Bilder. Es ist mal was komplett anderes. Deswegen, wer sich nur jetzt entfernt vorstellen kann, darauf abzufahren, dem kann man natürlich diese Serie empfehlen. Wenn man sowieso Amazon Prime-Kunde ist, dann kann man damit einfach mal anfangen. Und wie immer, sage ich mal, bei einer neuen Serie empfehle ich es ja eigentlich, vor allem wenn sie schon komplett verfügbar ist, nehmt euch Zeit, guckt direkt die ersten zwei, drei Folgen hintereinander, dann kommt man besser rein und ist schon in diesem Szenario viel besser drin, als wenn man halt wirklich jede Woche nur eine Folge guckt und dann überlegt man sich immer, ne, Previous on Turn oder sowas. Das muss man sich jetzt nicht geben, denn, naja, ihr könnt es halt direkt weggucken. Also, gebt der Serie eine Chance. Wenn ihr euch denn vorstellen könnt, darauf zu stehen, das Szenario gut zu finden und mit dieser Hälfte an pro Folge zwischenmenschlichen Beziehungsgedöns und sowas auch noch klar zu kommen, was nicht so ganz so 100% prickelnd ist, aber es sind immer wieder schöne Szenen, schöne Dialoge und auch was aus dieser Zeit, was man sich heute gar nicht mehr so richtig schön vorstellen kann, was da abgeht. Toll, also ja, schön gemacht. Also mein Herz schlägt jetzt nicht super duper. Das ist jetzt keine Action-Sonst-was-Serie. Das ist auch nicht so schön wie Downton Abbey, auf gar keinen Fall. Für mich wäre dann sowas wie Downton noch um Ei viel, 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 viel höher anzusehen als diese Serie. Aber was den Reiz hier ausmacht, ist halt dieses unverbrauchte Szenario, was wir hier auch eigentlich in Europa oder in Deutschland eigentlich auch nie zu Gesicht kriegen. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.